Wir sind entsprechend momentan Erzählung, kommen wir zu Video 187 und heute geht es um den Eduard-Zimmermann-Effekt. Es ist ja so, dass in dieser Aufnahmeserie so ein Schwerpunkt besteht auf Forensik und Psychologie von Tätern, Schwerpunkt primär Amokläufe und da Workplace Killing. Warum das? Weil ich schwerste, durchwegs und vorsätzliche psychische Gewalt an Arbeitsplätzen habe erleiden müssen. Und dadurch, dass ich jetzt bei der Jobagentur gemeldet bin, geht das in leicht veränderter Form immer noch weiter. Und es muss aber nicht heißen, dass jeder, der sich mit solcher Forensik befasst, dennoch selber solche Tendenzen hat. Ganz im Gegenteil, man versucht, die zu sublimieren in die Taten anderer, wobei die anderen eben die Schweinsarbeit gemacht haben. Jetzt ist Folgendes: Wir haben jetzt ganz viele Fälle hintereinander gehabt. Also wir haben jetzt gehabt den Hans-Peter Markus in Thailand. Dann haben wir gehabt ich nenne ihn hier kommt Kurt, das ist der Rex Heuermann in Gilgo Beach, Long Island. Und dann haben wir jetzt sogar noch gehabt den Daniel Sancho, Sohn von Rodolfo Sancho, sehr fescher, blonder Mann mit langem Haar, der seinen angeblich möchte gern Lover an der Vollmondparty in Kopangan in Stücke geteilt hat. Und dann auf einem der zahlreichen Müllplätze der Insel, die ja leider alle vollständig vermüllt sind, abgeladen hat in primär schwarzen Säcken, die er zuvor feinsäuberlich gekauft hat. Ja, jetzt kam das. Also ich habe mir dann sofort die ganzen Forensik-Kommentatoren, Kommentatorinnen angehört. Und es gibt so eine Tendenz von Moralistinnen. Ich sage nicht, dass das eine gute Tat war. Das ist es nicht. Aber es geht darum, wenn man solche Taten bespricht, dass man sie bitte einfach neutral bespricht, was war Fakt. Und dass man bitte, bitte nicht oberlehrerhaft daherkommt und den ganzen YouTube-Watchern auf der Welt erklärt, was gut ist und was böse ist. Das wissen wir selber auch. Aber ich gehe nicht auf so einen Kanal, dass ich mir von einer kleinen Oberlehrerin, die gerade einmal auf der ersten Pubertät entwachsen ist, erklären lasse, was gut ist, was böse ist. Das ist langweilig. Diese Moralistinnen, ja. Und speziell, wenn dann diese eine, ich nenne es gar keinen Namen, weil ich ihn gar nicht mehr weiß, weil ich ihn verdrängt habe, ja, aber die dann so mit so Zynismen daherkommt, mit einer wirklich, man kann es nicht anders nennen, Schadenfreude. Ja, dass der oder der Täter jetzt im Gefängnis ist und dass man jetzt alles bös reden kann und sich selber als die gute, gute Frau Gucci, 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 Gucci herausstellt, wie nett und lieb und brav und normal man vor allem nicht doch ist. Ich sag's Ihnen, also solche Kanäle höre ich mir nicht an. Ich bin selber keine Forensik-Besprecherin im professionellen Rahmen. Das machen andere, das machen andere besser. Ich kann überhaupt nicht moderieren, ich kann nicht reden, ja. Aber da wollte ich sagen, wenn man schon einen Forensikkanal betreibt, dann bitte nicht die Volksschuloberlehrerin außerhängen lassen. Das war die Message von heutigen Tag zu Nummer 187. Wir machen dann auch regulär weiter bis 199. Und Nummer 200 kommt dann, wie wir es üblich haben, zu Silvester.